Heute haben wir also ein Testländerspiel im Programm. Und dank der traditionellen Rivalität, die diese beiden Mannschaften pflegen, dürfte uns eine heiße Partie erwarten. Ja, könnte gut sein, dass der Begriff Freundschaftsspiel heute nicht ganz so passend ist. Spanien und Deutschland, was für ein Duell, Buschi. Da freuen wir uns natürlich. Das verspricht absoluten Weltklasse-Fußball. Und das sind vor allem auch zwei Mannschaften, die die Bezeichnung Weltklasse-Team auch wirklich verdienen. Das sind Mannschaften top eingespielt. Da merkt man, dass da im Hintergrund von den Trainerteams tolle Arbeit geleistet wird. Das war der Anstoß. Die DFB-Auswahl hat dieses Spiel eröffnet. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Matthias Ginter spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Toni Kroos im Zentrum. Und die einzige Sturmposition besetzt Serge Gnabry. Der Blick auf die Aufstellung von Spanien. Kepa steht im Tor. Raúl Albiol spielt neben Sergio Ramos in der Abwehr. Rodrigo Hernández steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und der einzige Stürmer, das ist heute Paco Alcácer. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Immer noch diese Szene. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gnabry. İlkay Gündoğan. Klasse Pass jetzt. Serge Gnabry. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Beide Teams haben ja die Spieler, die auch ein Spiel lenken können. Genau die müssen sie aus dem Spiel nehmen, um eine Chance zu haben. Parejo. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Auf Vorteil entschieden für Spanien. Vielleicht durch Spanien. Jetzt Carvajal. Rodrigo. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Die Chance lässt er sich nicht nehmen, gut verwandelt. Wirklich souverän gemacht, auch auf diesem Niveau, nicht selbstverständlich. Spanien liegt jetzt vorne, es geht weiter. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Jetzt kann er nicht reingebringen. Kimmich, das könnte es sein. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Paco am Ball. Schöne Aktion. Rodri. Rodri. Tolle Aktion vom Torwart. Die Ecke kommt rein. Sie können nie klären, sind weiter im Bedrängnis. Ball ist erstmal raus, super Parade. Busquets fängt den Ball ab. Wichtig, den Ball hat er sicher. Und jetzt Gündoğan. Weg ist der Ball. Groß. Und Gündoğan. Die DFB-Elf greift hier an. Ball läuft gut jetzt.
groß, lässt sich nicht aufhalten. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Parejo. Busquets. Rodrigo. Paco jetzt. Der Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Sehr gut aufgepasst. Brandt. Gündoğan. Da erobert er den Ball. Ball ist bei der deutschen Mannschaft. Sie suchen Asensio. Asensio. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt Busquets. Busquets mit dem Ballverlust. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Jetzt vielleicht die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da sind sie dazwischen. Ballverlust in dieser Aktion. Ganz hartes Einsteigen, könnte Platzverweis geben. Rodrigo. Nun Busquets. Parejo. Da kann er ihn stoppen. Der Unparteiische beendet durch. Im Olympiastadion freuen sich alle schon auf den zweiten Durchgang. Es geht los. Paco jetzt. Das macht er richtig gut. Marco Asensio. Ball ist bei der deutschen Mannschaft. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen einen kühlen Kopf bewahren. Vorteil, sagt der Unparteiische. Weiter die Spanier. Ziemlich unkontrollierter Einsatz hier. Ja, gibt Ecke. So, Ecke kommt. Ball kommt nicht an. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Ginter. Und Groß. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Jetzt Thiago Alcantara. Das könnte die Führung geben. Der Pass, stark gemacht. Nix ist es mit dem Treffer, die Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung vom Assistenten. Schau noch mal mit drauf, Buschi. Ja, spätestens hier zu sehen. Auf Abseits zu entscheiden war völlig richtig.
Kimmich. Klostermann. Sie verlieren den Ball. Könnte die Führung werden. Kein Tor. Oh, das ist ärgerlich. Müssen sie nutzen, dann wären sie hier vorne. So bleibt es auf jeden Fall spannend. Ball von Groß wird abgefangen. Paco am Ball. Thiago. Thiago, schöner Pass. Paco Alcácer. Und er trifft. Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen. Und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt Rückstand für die DFB-Auswahl. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Und jetzt Toni Kroos. Kroos mit dem Zuspiel, aber wird abgefangen. Tolles Zuspiel. Paco Alcácer. Und da ist der Ball wieder weg. Thiago Alcántara. Thiago, schöner Pass. Was für eine enge Kiste. Toni Kroos. Gnabry. Guter Ball nach draußen. Ballverlust. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Isco am Ball. Isco mit dem Ball. Jetzt können sie es entscheiden. Gute Aktion hier vom Torwart. Sein Team darf weiter auf ein Unentschieden hoffen. Ja, absolut. Wäre das Ding drin gewesen, hätten sie die Partie abschreiben können. Ecke kommt in die Mitte. So, Situation bereinigt. Da verlieren sie den Ball. Und den hält er fest. Gut gemacht. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Brandt. Super dazwischen gegangen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Pass wird abgefangen, aber das war auch gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Neuer Held war noch im Spiel. Gündoğan. Schaffen sie hier noch den späten Ausgleich? Die Fans glauben weiter. Da geht die Fahne hoch. Boah, also da brauchen wir sicher noch mal die Wiederholung. Und das wäre eine richtig gute Chance gewesen. Aber es war wohl knapp abseits. Wir haben den Schlusspfiff, Buschi, und wir hören es deutlich, die Fans sind sauer. Sauer über diesen Platzverweis, der aus ihrer Sicht keiner war. Aber ich finde, wenn sie nachher die Fernsehbilder sehen, müssen sie ihre Meinung ändern. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Verpasst.
Pfosten. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ganz hartes Einsteigen. Könnte Platzverweis geben. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung. Das könnte die Führung geben. Der Pass. Stark gemacht. Nix ist es mit dem Treffer. Die Fahne ist oben. Bitte. Thiago, schöner Pass. Paco Alcácer. Und er trifft. Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld.